So, schönen Halloween-Abend. Ja, ich bin ganz erstaunt, dass es heute, dass hier Halloween gefeiert wird. Ich kenne das noch aus Amerika, als wir dort, ich bin ja in Amerika aufgewachsen. Ein bisschen will ich davon erzählen heute Abend, denn es geht um das Buch »Ich bin ein Teil des Waldes« und das habe ich geschrieben, da kamen nämlich zwei junge, flotte Typen vom Kosmos Verlag und fragten, ob ich hier was für sie schreiben wolle. Ich habe gedacht, nee, da schreibe ich nichts, ich habe ja einen Verlag. Und dann sagen sie, ja, so etwas wie, wie sind Sie auf Ihre Naturphilosophie gekommen? Da habe ich, ja, vielleicht könnte ich sowas schreiben. Habe ich dann geschrieben, es ist notgedrungen, ist das ein bisschen biografisch. Denn wie kommt man auf diese Sachen? Ich habe das nicht erdacht, sondern das kommt aus dem Leben selber. Da habe ich dann das geschrieben, ich bin ein Teil des Waldes. Und mein anderer Verlag in der Schweiz sagte mir, bist du uns etwa untreu geworden? Also ich habe nicht gewusst, dass das so ein bisschen wie ein Eheverhältnis ist. Aber ich bin ein Teil des Waldes. Das heißt so, ich bin ein Teil des Waldes. Damit meine ich nicht, ich bin ein Teil des Waldes, sondern der Gedanke ist, wir sind alle ein Teil dieser Welt. Und diese Welt wurde erlebt bei den Kelten als ein Wald. Wie erleben wir die Welt heutzutage? Als ein riesen soziologischer Mechanismus, als wie eine Maschine praktisch. Aber früher bei den Kelten und bei den Germanen und bei den Slawen, die alteuropäischen Waldvölker, da war das Universum selber ein Wald voller Abenteuer für den Menschen. Noch in der Gralssage, die geht ja auf die Kelten zurück, heißt es, das Menschenleben ist ein Aventur, ein Abenteuer, ein Hindurchgehen durch den Wald und man begegnet dort alles Mögliche. Man begegnet Riesen und Monster und Geister und Hexen und Raubtiere, Götter. Es ist ein Ort voller Wunder und Zauberwesen. Es ist eigentlich ein Spiegel der Seele. Das änderte sich dann, als die Mönche kamen. Die haben sich nämlich eingemauert in ihre Klöster dann und hatten Angst vor dem Wald. Im Wald wohnten nämlich die heidnischen Priester und Priesterinnen. Die Priesterinnen, die haben ja zu besonderen Zeiten, die haben sich in den Wald oder auf Hügeln oder abgelegene Wegkreuzungen oder Weggabelungen gesetzt an besonderen Tagen und sind in einer schamanischen Ekstase hinausgegangen zu den Göttern.